Das ist der Rotzberger. Holy Rü, Leute. Willkommen zurück zu Elex. Nicht Risen 3, ne? Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Kann du ich hier im Bett schlafen? Endlich habe ich meine Ruhe. Jungs. Endlich habe ich meine Ruhe. Pass auf dich auf. Warum kriege ich eigentlich immer sofort Ärger? Mit allem. Kenn ich dich? Nachtwache. Nachtwache. Der Sivi. Knallz, 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 knallz. So, wie ist jetzt mit Erfahrung? Habe ich ein neues Level? Nee, schade. Hätte ja sein können. Hätte ich schön gefunden, aber ist nicht. Mhm. Dann halt nicht. Dann müssen wir... Warte mal, Werbeflyer. Wofür machen die in Werbung? Einmal Werbeflyer, Alter. Oh Gott. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Schnauze. Genießen Sie unser spezielles Mitarbeiterprogramm. Uns liegt Ihre Gesundheit am Herzen und daher werden unsere Mitarbeiter für besondere Leistungen lohnt. Infinite Skies, für eine bessere Zukunft. Schön. Spiel mit deiner Technik woanders rum. Wenn ich dem Ziesen gebe, ist er wieder freundlich, ne? Ja, aber vorher ist er dreist. Hier habe ich bestimmt schon alles geklaut, ne? Ja, es gibt hier so viele Gegenstände, die einfach rumliegen und für mich so aussehen, als könnte ich sie mitnehmen, aber Pustekuchen! Das hier ist das Anti-Zombie-Ding. Falls mal ein paar Zombies herkommen. Ey, Digi. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Das ist gut. Das ist ein merkwürdiger Moment, ne? Später habe ich vielleicht Zeit. Bist du hier der Böse? Cormac. Nee, du bist nicht der Böse. Ich weiß, warum Eldur verärgert ist. Ich bin ganz Ohr. Der Tavernenwirt Oran bewirtet niemanden vom Hammer-Clan mehr. Daher weht also der Wind. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Ich warte hier auf jemanden. Sorgt dafür, dass Oran wieder zu Vernunft kommt. Wie ist mir egal. Ich werde mal bei Gelegenheit mit Angrim reden. Vielleicht kann der Warlord des Eisenclans ja auch etwas mehr Einfluss auf seine Männer ausüben. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Oran den Hammer-Clan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Mhm. Mach das Angrims beteiligen. Angrim finde ich doof. So. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Oran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Gut. So, jetzt muss ich nochmal zu Ragnar. Jetzt könnt ihr nicht irgendwie Horst und Simon heißen mit zwei verschiedenen... Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ja, uneigentlich auch nicht. So, jetzt muss ich aber gucken, wo ich hin muss und wollte. Ich kenne mich hier nicht aus, Jungs. Alter, das ist ganz blöd, hier irgendwo runterdüsen ist meistens nicht die richtige Variante, aber heute klappt's. Zu dir wollte ich, richtig. Angriff. Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Mhm. Was hat Stormson verbrochen? Er wollte unsere Magie durch die Waffen der Kleriker ersetzen. Hätte sich diese Idee rumgesprochen, wären die Grundfesten unserer Gemeinschaft in Gefahr gewesen. Misst du nicht mit zweierlei Maß? Manch einem traue ich einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Gerätschaften zu. Er allerdings zählt nicht dazu. Und so wie er für seine Idee werben wollte, habe ich dafür gesorgt, dass die Folgen seines Handelns für unsere Idee von Gemeinschaft werden werden. Hast du ihn umgebracht? Also hast du ihn umgebracht. Vorsicht, Junge. Ich bin immerhin ein Warlord. Pass auf mit dem, was du da von dir gibst. Stimmt es denn nicht? Er hat bekommen, was er verdient hat.
Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Das war aber nicht der, den ich da getroffen hatte, ne? Was ist mit dem Kleriker denn jetzt noch? Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. So, ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht hier. Aber das ist normal. Wer bist du denn eigentlich? Waffenhändler? Du bist in Ordnung. Das stimmt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Breitschwert 1. 900 Euro. Stärkung Geschicklichkeit. Das ruft nach einer magischen Erweiterung. Darf ich das benutzen? 16 Schaden mehr. Ja, ich habe ja so viele Tipps von euch gekriegt, wo ich Holzschwerter und Würstchen kriege. Aber die habe ich mir alle so schnell nicht merken können. Deswegen tut es mir leid. So, jetzt habe ich wieder den Namen von den Leuten vergessen, zu denen ich gehen wollte, ne? So weit ist das schon. Aber ich muss ja eigentlich auch nochmal in den Wald rein und da gucken, was los ist. Habe ich euch ja versprochen. Ja, okay, dann machen wir das. Juppidi! Oh. Wiesenkraut. Wiesenkraut. Gib mir Kraut. Ich esse am liebsten Würstchen mit Kraut. Krautwürstchen. So. Einfacher Holzpfeil. 10 Stück. Das heißt, damit kann ich jetzt eine Runde jagen gehen. Das ist gut. Auf geht's. Hi ho, hi ho. Auf die Luzi. Ich bin jetzt voll aufmunitioniert. Und wir können hier ein bisschen kämpfen gehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt was gibt in die Richtung, wo ich langlaufe. Guck mal, da ist irgendein... Keine Ahnung. Steinklaue. Hallo. Oh, nee. Ja, schön daneben. Mach ich dem den Schaden? Weil ich eins habe ich gedrückt. Nö. Nö. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Also, okay. Versuch doch mal hier lang. Okay, wir können mal auf der Karte gucken, wo wir am besten nicht mehr lang gehen. Hier. Da, das sieht, guck mal, hier ist meine Base. Wo ich mir denke, ja, geh mal da ein bisschen erkunden. Und hier ist dann der super Dinosaurier, der mir die Kehle durchbeißt. Mit seiner Nase. Der macht die Nasenlöcher so schnell zu, dass ich sterbe. Und natürlich kann ich ihm keinen Schaden zufügen, ne? Obwohl ich mittlerweile fast schon denke, das ist ein Bug hier, dass ich überhaupt keinen Schaden machen kann. Das war ja bei diesem Kneipenfritzen so. Und das war jetzt bei dem Dino so. Da unten sind schwächliche Boys. Die versuche ich jetzt mal. Steht sogar noch schwacher Critter drauf, ne? Ah, guck mal. Oh ja, 5 Erfahrung. Bitte. Geht mir einer ab hier. Kann man das eigentlich in Zahlen sehen, was ich noch brauche? Das wäre schön. Dann würde ich einfach sehen. Ja, guck mal, 500 brauche ich noch. Macht das auch nicht so viel Sinn, ganz viele von den Viechern hier wegzuhauen. Oh, ich schwimme. Es hat schon mal viel zu sagen, wenn der Hauptcharakter bei Risen, Gothic und so weiter, wenn er schwimmen kann. Okay. Willkommen im Beefcatch, Digga. Okay, wie war nochmal ein starker Angriff? So. Hehe. Rohes Fleisch erhalten, das braten wir uns demnächst. Aber das sieht doch gut aus. Hier so eine Konstruktion. Ich brauche auch kein Licht, weil die Augen gewöhnen sich dann direkt da dran.
reingepisst, Leute. Aua! Okay, jetzt ist das Ausrufezeichen wieder am Leuchten. Das bedeutet, dass ich mein Leben eigentlich verwirkt habe. So, wie ändere ich denn meinen Fokus? Ich meine, ich kann ihn ja theoretisch verhauen, ne? Und dann einfach zum nächsten. Nee, das war weg. Böng. Böng. Okay, nee. Achso, das könnte ich ja auch noch. Richtig. Diese super Combo. Huhu, witzig. Das macht mich doch glücklich. So. Kann ich mal ein bisschen an diesem Hydranten hier lutschen? Vielleicht macht mich das ja stärker. Weiß man nicht, ne? Mir fehlt übrigens diese Option ausruhen, wie bei Baldur's Gate oder so. Zum Beispiel einfach so auf den Boden setzen, eine halbe Stunde warten und dann habe ich wieder Energie. Das wäre schön, ne? Metallschrott. Okay, ich wollte eigentlich V. Ach, schau mal einer an. Hier. So viel ist es nicht mehr. Ruby! Wie viele Pestratten sind hier? Bist du die Einzige? Der Sound macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, ne? Outlaw. Tod. Mit Rohrzange. Hier ist ein Beil, das ist ja geil. Ja, es reimt sich, ne? Ist gut, schön gemacht. Das heißt, Stärke und Konstitution ein wenig leveln beim nächsten Mal. Und dann kann ich hier mit einer Axt rumeiern. Das ist doch das, was wir alle brauchen. Oh ja, ein Beil, ein gratis Beil. Da muss ich ja noch nicht mal... Ein guter Becher. Oh, Jungs, hier haben wir ja eine richtige Goldmine. 007, eine Goldmine. Okay. Gib mir noch mehr Sachen. Von mir aus mach... Das ist schon wie... Er einfach seinen Gameboy auf der Hand an und zack. Machen wir mal alles raus aus dem Spinn. So läuft's bei ihm. Den Besen brauche ich. Der ist wichtig. Das ist emotional wichtig für mich. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Das tut mir so ein bisschen leid, ne? Ein bisschen auch nicht. Ein bisschen auch nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich immer die gleichen Sachen kriege, ne? Kaputt. Nee, gut erhaltene Tassen. Die haben diese Teetassen damals aus sehr, sehr stabilen Materialien gebaut. Ha. Dass sie jetzt so einen Atomkrieg einfach so überlebt haben, ne? Schon fein. Magnesium. Hier könnte ich schlafen. Genau. Also, wieso mache ich das eigentlich nicht? Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und hier ist eine Zigarettenpackung. Zigarettenpackungen sind so gut. Die geben so viel Geld. 20 Elex. Direkt 1 zu 1 antauschen. Das ist so schön. Und es macht mir so viel Spaß, hier einfach so Schnitzel zu jagen, ne? Diese Schnitzeljagd, dieses Spiel ist schon verdächtig. Verdächtig gut. Okay. Cool. Da hinten ist noch eine... Eingang, einen Eingang, aber ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Das ist der, wo wir schon waren. Dann ist er sehr uninteressant für mich. Okay, wir kamen hierher, nicht wahr? Was ist das denn da? Das. Wahrscheinlich, wenn ich hingehe, frisst es mich, aber das mag ich jetzt an dieser Stelle einmal riskieren. Weil es ein wenig aussieht wie Elex-Seed. Und zwar in rauen Mengen. Das macht uns doch wieder glücklich, ne? Wenn wir ganz viel davon haben. Das ist was Schönes. Dann holen wir uns das jetzt. Übrigens kann ich, glaube ich, sprinten. Nee, kann ich nicht. Wäre gut, wenn ich sprinten könnte, wie ich witzig bin. Da oben ist doch was. Siehst du das? Ulf? Ist eine Heilpflanze? Geht der jetzt hoch? Ach, guck mal einer an. Elexidader. Kann ich hier mir irgendwie... Ein Waypoint setzen? Marker setzen. Hier. Einen. Ist okay, reicht mir. Bis ich eine Spitzhacke habe, kann er bleiben. Die Legenden erzählen, dass Matty bis zum Ende des Spiels nur diesen einen Marker gesetzt hatte. Leider hat er nie seinen Weg mit einer Spitzhacke kreuzen dürfen. Echt schön.
Flup. Hallo. Hier geht's rein, das ist schön. Das sieht schon so nach Ärger aus, ne? Was ist denn das da hinten für eine Ratte? Oh! Ne, das ist keine Ratte, das sind Blumen. Blumenratte. Die weltberühmte Blumenratte. Niemals zu verwechseln mit der Arschratte oder mit der Steinratte. Die Steinratte ist richtig blöd. Aber so Blumenratten, die sind nett. Die sitzen da einfach und riechen gut. Während Steinratten, nee. Oh, oh. Wenn die einen beißen, da bleibt aber ein Abdruck. Das schwöre ich euch. Nackt in der Hand. So. Hallo. Guck mal, da hinten ist wieder einer. Junge, ehrlich jetzt. Also. Ich gebe zu, nicht so viel Geschicklichkeit geskillt zu haben. Na, aber das war doch wohl jenseits von Gut und Böse. Böng. Ja. Also mein Schaden ist schon gut, ne? Gegenüber diesen kleinen Viechern ist das schon vorzeigbar, finde ich. Das ist schon nicht schlecht. Violence. Violence. Ons. Hier waren wir doch schon, ne? Ich gehe mal hier rauf. Letzten Worte von Maddie. Ich gehe mal hier rauf. Dinosaurier. Das ist Ende. Tja. Leben vorbei. Jeder Tag. Ach, guck mal, hier sind wir wieder. Hm. Doch, Leben nicht vorbei. Leben gut. So, wer bist du denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie du hieß. Drog. Die Nebelkrähen beobachten dich. Du siehst so ein bisschen weichlich aus auch, ne? Ich musste doch noch zu jemandem hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Hi. Lass mich. Ja, nicht hier arbeiten und saufen gleichzeitig. Bin hier die Aufpasserbrigade, schwöre ich dir. Wenn du hier säufst wegen der Arbeitszeit, ich werde dir sowas von was erzählen. Das habe ich bisher noch niemandem erzählt. Yes. Hier schon wieder was Neues. Nee. Ich brauche noch so wenig Erfahrungspunkte, damit ich hier wirklich durchstarten kann, ne? Aber sie kommen einfach nicht. Diese Erfahrungspunkte kriege ich einfach nicht. So wie es hier mit Saufen. Der wurde bestohlen. Gibt's hier nichts mehr? Heiler. Das nenne ich gefährliches Setzer. Halbwissen. Setzer. Heiler. Setzer. Setzer. Ich will das einfach nicht glauben. Werke. Krug. Setzer. Hocker. Eins davon war ein Möbelstück. Und ihr ratet jetzt was. Nee. Ich kenne mich hier immer noch nicht aus, ne? Das dauert auch noch. Das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt denken, dass ich hier noch sehr oft hin und her laufen werde, ohne eine Ahnung von irgendwas zu haben. Das Problem ist, dass die alle auch sehr ähnlich heißen. Ich hab zu tun. Ich müsste mir mal wieder die Achseln rasieren. So, Kinder. Ich würde sagen, wir haben heute sehr viele Dinge verhauen. Hole Rö, bis zum nächsten Mal.